Hallo in die Runde. Ich bin Jochen Robes, also einer von den Moderatoren. Zusammen mit Simon werde ich heute so ein bisschen durch den Tag oder durch die nächsten Minuten führen. Wir wollen es ja jetzt auch nicht zu breit und zu lang machen. Und Kern dieser Runde ist ja so eigentlich schon traditionell am Ende der ersten Woche, dass wir nochmal Fragen sammeln, die offen geblieben sind, so einen kleinen Überblick geben über die ersten Dinge, die passiert sind, was sich so auf den einzelnen Spielfeldern getan hat, welche besonders intensiv beackert werden, welche vielleicht noch ein bisschen brach liegen. Ich denke, Simon hat noch so ein paar Hinweise zum Thema Lerngruppen gleich, aber ich muss ihm ein bisschen Zeit geben, dass er das Mittagessen noch schafft. Ne? Ja. Also strecke ich meine Einleitung noch so ein bisschen, also mache ich gerne. Womit fangen wir mal so kurz an? Ich habe mal im Laufe des heutigen Vormittags mir alles angeschaut. Ja, alles. Doch, ich habe alle Tweets gelesen, alle Telegram-Einträge, habe sie auf Rechtschreibung und Grammatik überprüft. Es sieht gut aus. Inhaltlich, ich gehe noch mal kurz, oder ich fange mal kurz mit den Lernzielen an. Also wunderbar, wir haben viel mehr Eintragungen von euch bekommen als in der letzten Runde vor 3 Jahren. Das passt sehr gut. Wunderbare Ideen, wunderbare Schilderungen und vor allen Dingen erfüllen sie auch genau den Zweck, der sich dann so in den Kommentaren und in den Verweisen und Links gezeigt hat. Also ihr nehmt ja wunderbar auch die Lernziele auf, um nicht nur für euch mal selbst das Ziel transparent zu machen, also das unmittelbare persönliche Lernziel, sondern auch den Bogen zu spannen zu den Lerngruppen, wo sind Mitstreiter, die vielleicht ein ähnliches Thema haben. Also ich bin mal so durch die einzelnen Ziele gegangen und durch die Kommentare und wunderbar. Also genau so soll es eigentlich sein. Zu den Lerngruppen selbst sagt dann Simon gleich noch ein bisschen was. Also das funktioniert wunderbar. Ich browse hier gerade mal so ein bisschen durch. 113 Kommentare. Ja, genau. Ja, ich musste auch einiges scrollen heute. Aber ihr seht ja auch selbst hier schon mit den Verschachtelungen. Das sind ja dann die Kommentare und die Kommentare auf die Kommentare. Und sehr schön auch so die Hilfe zur Selbsthilfe, also wo dann auf Lerngruppen darauf aufmerksam gemacht wird, die es schon gibt und die vielleicht der Autor des jeweiligen Lernziels noch gar nicht bemerkt hat. Also auch das ist schon ein erstes Vergnügen, auch ein inhaltliches Vergnügen, mal die ganzen Lernziele durchzulesen. Ich hat mir auch so ein bisschen den Eindruck verschafft aus, ich glaube, wir sind eine sehr bunte Mischung aus auf der einen Seite Neueinsteigern, also die zum ersten Mal im Rahmen hier eines MOOCs mitmachen und eine ganze Reihe von denen, die schon mitgemacht haben. Das Ganze also auch ein bisschen vergleichen zu 2015 und 2017. Und bei dem einen oder anderen habe ich da auch schon die kleinen Lernkurven gelesen, die dann transparent gemacht wurden im Sinne von beim ersten MOOC war ich noch mehr oder beim letzten Mal. Habe ich erstmal so zugehört und mich orientiert und geschaut, was das Ganze so bringen könnte. Und jetzt gehe ich mal so eine aktivere Rolle rein und versuche das Ganze auch mal so ein bisschen für mich mehr zu steuern. Also da, wer es noch nicht getan hat, bitte schaut mal drauf. Tragt dort sehr gerne auch so im Sinne des Working Out Loud, des Learning Out Loud eure Lernziele ein. Ich denke, es hilft euch und es hilft auch den anderen, um einfach zu sehen, wer nimmt hier dran teil. Woher kommen die Einzelnen? Wo gibt es Überschneidungen, was die Themen angeht? Also da nochmal den Hinweis, wer es noch nicht getan hat, nutzt vielleicht noch die nächsten Stunden und Tage, bis die nächste oder erste inhaltliche Woche beginnt, um da diesen Kreis nochmal zu schließen. Und wie gesagt, auch in der Verbindung ruhig mit den Lerngruppen, das funktioniert auch ganz toll. Lernziele sind so die eine Geschichte. Dann das zweite Spielfeld, das ich mir auch nochmal angeguckt habe, ist Twitter. Also wer da noch nicht drauf ist, wir haben den Hashtag ja schon ein paar Mal hochgehalten in den letzten beiden Runden, am Montag und am Mittwoch. Wenn ich noch aus dem Gedächtnis zitiere, glaube ich Hashtag MOOCCamp20. Nutzt das bitte. Da ist auch nochmal vielleicht, um auch ein bisschen so die Abgrenzung zu schaffen zur Telegram-Gruppe, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid und Simon und Karl-Heinz Pape haben das ja am Mittwoch auch so ein bisschen nochmal eingerahmt, also Twitter in so die einzelne, in die persönliche Lernumgebung und die Möglichkeiten, sich dort auch inhaltlich und mit anderen zu vernetzen. Das ist halt das Spielfeld, wo wir auch immer wieder so den Bogen nach draußen schaffen können.
Also hier zum Beispiel auf der Telegram-Gruppe sind wir als CLC unter uns. Twitter schafft dann halt so den Bogen nach draußen. Und wer zum Beispiel dort liest, war so eine Sache, die ich gar nicht mehr auf dem Radar hatte. Aber heute und morgen findet zum Beispiel auch das EduCamp, jetzt wollte ich fast sagen, in Frankfurt statt, sondern nein, es ist mittlerweile auch ein digitales EduCamp. Also wer noch ein bisschen Zeit und Lust hat oder am Wochenende noch nicht ganz ausgelastet ist, der kann zum Beispiel dort einfach mal schauen. EduCamp hat eine noch längere Geschichte als das Corporate Learning Camp. Wenn ich so die Arbeitsteilung, trifft es nicht so ganz, aber dort geht es sehr viel, vor allen Dingen so aus der pädagogischen Sicht, um Schule und Lernen. Also das ist so der Schwerpunkt, den ich im Kopf habe. Aber wer Lust und Zeit hat, schaut mal da vorbei. Ich habe den Jöran Muss-Merhold gesehen, der da so ein bisschen die treibende Kraft ist hinter den Educamps oder zumindest mal jetzt den Sessionplan verwaltet hat. Schließt auch sehr unmittelbar an das CLC Digital an. Ich muss bei den Kürzeln immer aufpassen, dass ich da nichts durcheinander bringe. Also unsere Übersetzung des Corporate Learning Camps, die wir im März gestartet haben. Und das sind so Verlinkungen und Hinweise, die man über Twitter sehr schön mitbekommt. Nicht, wenn die Beteiligten natürlich jetzt nicht Teil unserer Telegram-Gruppe sind. Also Simon? Im Chat war gerade schon die Frage auch so dieses, wo kann man sich beteiligen, wo kann man Kommentare eintragen, habe ich gelesen. Und auch die Frage, dass bei den Kommentaren auf der Colern-Plattform wohl ein Eintrag als Spam markiert worden ist. Also dazu vielleicht nochmal, wir haben im Prinzip drei Orte, wo man kommentieren kann, die ganzen Wochen aufraben. Die werden einfach an den Seiten kommentiert. Ich teile ja hier gerade die Woche, die Auftaktwoche. Und das sieht man einfach unten dran, ne, ist hier ein Kommentarfeld. Da hättet ihr jetzt für heute schon Fragen eintragen können. Ihr könnt ihr aber gerne auch ins Chat jetzt in Teams stellen. Da haben wir Anfang der Woche am Montag gelernt, dass das Limit bei 100 Personen ist. Also obwohl 250 Personen in den Videocall reinkommen, können nur 100 Personen in den Chat. Deswegen haben wir alternativ noch die Telegram-Gruppe. Da gibt es kein Limit. Da habe ich auch gerade den Zugangslink gepostet im Teams-Chat hier. Also wer da noch nicht drin ist, kann den nutzen. Die Aufgaben zur Woche sind eben hier zu beantworten in dem Discuss. Da gehe ich mal gerade auf diesen Lernziel-Block, wo wir gerade schon mal waren. Da kann man hier ja unten dran sehen, ne? Diese ganzen Kommentare hier hat auch gerade schon jemand eingetragen. Gerade waren es 113, jetzt sind es 114. Und da war gerade eben noch die Frage, was kann man machen, damit die Beiträge nicht als Spam markiert werden. Und da habe ich in den Chat auch gepostet, die Hilfe von Discuss. Also wenn offene Kommentarsysteme im Internet stehen, ist so wie wenn man offene Videolinks ins Internet postet, da hat man viel mit Spam zu tun. Und Discuss versucht eben automatisiert Spam zu erkennen. Und da ist hier drinnen mal so, sind so ein paar Hinweise, also wenn man zum Beispiel so Signaturen verwendet, wo immer gleicher Text drinnen ist, oder wenn man die Beiträge formatiert, das war wahrscheinlich das Problem hier mit HTML-Paragraphen-Breaks, oder wenn man denselben Inhalt öfter postet, na, dann hat das eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das als Spam erkannt wird. Also das, ich habe den Link mal mit dazu, wir werden ja auch noch so eine FAQ machen, da werden wir das auch mit reinschreiben. Ja, also schöne Punkte, genau. Ist mir jetzt aktuell noch nicht passiert oder ich hatte es noch nicht gehört, dass einem das passiert ist, aber kann halt eintreten. Okay, also nochmal, das war der kleine Werbeblock nochmal für Twitter, was ein bisschen die Vernetzung angeht. Die Telegram-Gruppe haben wir schon mehrmals hervorgehoben. Das ist, wie gesagt, so die CLC-interne Gruppe zum Austauschen. Wenn man so ein bisschen da durchblättert, ich denke, wir haben jetzt so die Hälfte der Teilnehmer, 1000 insgesamt, 500 ungefähr auf der Corporate Learning Community in Telegram, also das teilt sich so ein bisschen auf. Da geht es vor allen Dingen so um sehr, sehr praktisches, ich bin versucht zu sagen, Lebenshilfe, so ein bisschen unmittelbare Fragen, die sich auch auf technische Systeme und Plattformen beziehen, also teilt sich vielleicht so ein bisschen auf, aber das sind so die Spielfelder, die uns zur Verfügung stehen und die auch schon sehr intensiv angenommen werden. Ansonsten ist diese Woche und vielleicht auch noch die nächsten Tage dazu da, da so ein bisschen Orientierung zu gewinnen. Simon hat die Frage mit den Kommentaren gerade schon aufgenommen. Also wo kann ich zum Beispiel kommentieren? Was sind vielleicht die ein, zwei Kanäle, auf die ich mich konzentrieren will im Rahmen der nächsten Tage und Wochen?
weil es macht sicher keinen Sinn, jetzt, was wir jetzt gerade so ein bisschen tun, aber vor allen Dingen so aus protokollarischer Sicht, alle Spielfelder jeweils eins zu eins mitzulesen. Das schafft man in der Regel nicht. Dafür reichen die 3, 4 Stunden, die wir jetzt mal in der Woche so ein bisschen avisiert haben, wahrscheinlich nicht aus. Die Angela hat auf Telegram noch was gefragt, anknüpfend an Twitter. Und zwar ist die Frage, wie kann ich auf Twitter, bin ein Neuling, dem Mucamp 20 folgen? Da schreibt schon der Volkmar mit TweetDeck. Also ich habe euch hier auch mal mein TweetDeck geteilt. Einfach tweetdeck.com, dort mit dem Twitter-Account einloggen. Und dort kann man im Prinzip einfach mal nach Mucamp 20 suchen. Und TweetDeck ist ein sogenannter Multicolumn Twitter-Client. Das heißt, wenn ich suche und auf Return drücke, kriege ich hier einfach eine weitere Spalte, die nur Tweets enthalten, die den MuCamp-Hashtag drin haben. Ja, und so kann ich eben in TweetDeck sehr schön alle Themen, denen ich so aktuell folge oder Veranstaltungen, auf denen ich bin, sozusagen nebeneinander sehen. Wenn ihr hier oben auf den kleinen Regler geht, dann kann man da sogar auch nochmal filtern ein bisschen. Also kann sagen, man kann bestimmte Autoren einblenden, ausblenden, Mentioning einblenden, ausblenden. Also da kann man das noch ein bisschen feintunen. Wenn man jetzt sagt, jetzt habe ich alles gelesen, was mit dem MoCamp zu tun hat, gehe ich hier auf Clear, dann wird die Spalte leer. Ne? Dann stört mich das, was da steht, erstmal nicht mehr. Und erst wenn ein neuer Tweet wieder kommt mit dem Hashtag MoCamp, vielleicht twittert jemand gerade mal was dazu, dann kann man sehen, dass da eben neue Tweets dann auch auftauchen. Ja. Und wir haben vielleicht noch als Ergänzung aus historischen Gründen auch noch den zweiten Hashtag CL2025, der momentan noch fast gleichgewichtig gespielt wird. Also den vielleicht auch noch gleich mitnehmen, eine zweite Spalte daneben, dann seid ihr, was Twitter und TweetDeck angeht, so auf dem kompletten, vollständigen Stand. Wenn vielleicht die Werbung in Twitter stört, noch als Tipp, nicht den Twitter-Client von Twitter nehmen, sondern Tweetbot zum Beispiel, da ist keine Werbung drin. Okay. Ich habe jetzt neulich mal wieder den Twitter-Client verwendet und da kommt man sich vor wie in so eine Werbeprospektkiste geschmissen. Also falls das jemand stört, dann kann man da ausweichen. Ja, also wir haben so ein bisschen die Lernziele. Kommentarfunktionen unter den einzelnen Blogposts hat Simon eben gezeigt. Nutzt die bitte auch, genauso wie bei den Lernzielen, wie dort bei dem Blog. Wir haben Twitter, wir haben Telegram. Also schaut so ein bisschen, was für euch passt und wo ihr euch anmelden wollt oder anmelden könnt. Ich gucke mal, Simon, haben wir noch in dem, was die Aktivitäten angeht? So ein bisschen auf die technischen Sachen, Erfahrungen. Du hast ja gerade mal gesagt, die Erfahrungen mit dem Chat hier auf Teams und den 100, da hatten wir so ein bisschen, was die Infrastruktur angeht, noch so ein paar Anpassungen oder Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber jetzt eigentlich auch nichts Weltbewegendes im Sinne von, haben wir jetzt mal zur Kenntnis genommen und deswegen empfohlen, die Telegram-Gruppe, da wo es geht, parallel zu öffnen. Genau, wir haben uns halt mal so eine kleine Strategie überlegt, wie wir mit den Problemchen umgehen. Also im Prinzip ist das so, durch Teams haben wir in Anführungszeichen nur die Möglichkeit, 250 Leute in die Live-Sessions zu nehmen. An der Grenze waren wir jetzt am Montag in der Auftaktwoche. Jetzt heute sind wir es nicht, da sind wir mit 130, haben wir da gut noch Luft nach oben. Das heißt, da haben wir gesagt, warten wir jetzt erstmal die Live-Session mit ZF am Montag ab. Na, wenn wir da in den Themenwochen kontinuierlich drüber sind, würden wir versuchen, die Teams-Session einfach parallel nach YouTube live zu streamen, sodass alle Leute, die in Teams nicht mehr reinkommen, dann eben auf YouTube zugucken können und parallel Telegram als Chat benutzen können. Der Drops, den wir lutschen müssen hier in Teams, ist, dass zwar 250 Leute in die Videokonferenz kommen, aber nur 100 in Chat. Deswegen haben wir es auch am Mittwoch schon so gemacht, dass wir gesagt haben, wir platzieren eigentlich den Telegram-Chat gleichwertig neben dem Chat hier in Teams. Wir haben jetzt beides im Blick. Na, der Chat in Telegram hat zusätzlich den Vorteil, dass dort einfach die Fragen und die Diskussion persistent bleibt. Na, das heißt, wenn jetzt diese Live-Session zu Ende ist, verschwindet ja der Chat in Teams, während in der Gruppe sozusagen der Chat bleibt. Wenn euch das stört, also wenn ihr nicht in der Live-Session seid und dann aber mitkriegt, da wird gechattet, in der Stunde wird halt das Telefon ziemlich oft Ping machen.
Dann könnt ihr auf dem Telefon oben auf den Gruppennamen einmal drauf touchen und dann kann man sozusagen die Gruppe stumm schalten für eine Stunde oder zwei. Dann bekommt man da keine Benachrichtigungen. Und dann, wenn die Diskussion abgeebbt ist, dann automatisiert sich die Benachrichtigung automatisch wieder. Das wäre so ein Tipp, wie man damit umgehen kann. Ja. Simon, vielleicht magst du gleich den Bogen weiterspannen zu den Lerngruppen? Ja, genau. Genau, das kann ich gern machen. Also über Lernziele hatten wir ja schon gesprochen. Wir hatten ja auch in den Aufgaben der Wochen hier mal aufgerufen, Lerngruppen zu bilden. Dafür haben wir den sogenannten Lerngruppenmarktplatz etabliert. Den habe ich hier, Moment, hier ist er, mal aufgemacht. Man sieht, dass der schon ziemlich bunt aussieht. Aber vielleicht als Hintergrund, wir verwenden da eine Technologie, die heißt Etherpad. Das ist ein synchroner Editor. Da können alle gleichzeitig reinschreiben. Im Moment sind 25 Leute auf dem Pad. Das sieht man oben rechts angezeigt. Und jeder, der da schreibt, der bekommt einfach eine neue Farbe. Ja, und wir haben das Etherpad so strukturiert, dass es hier oben so eine Art Marktplatzfunktion gibt, also eine Suche biete. Na, da könnt ihr quasi reinschreiben, wenn ihr da Nummer 14, da schreibt gerade einer, ich würde gerne eine Lerngruppe zu, sind wir gespannt, was für eine Lerngruppe das gleich wird, anbieten. Also da könnt ihr sozusagen einfach Angebote reinschreiben, wie auf eBay Kleinanzeigen, nur für Lernen. Wenn sich Lerngruppen dann gefunden haben, dann kann man die einfach hier vom Marktplatz nach unten umziehen. Sieht man hier, da sind auch schon 9 Stück drinnen. Da könnt ihr auch dann mit dazu schreiben, quasi, ob die Lerngruppe jetzt vollständig geschlossen ist, so ähnlich wie beim Learning Circle oder Wall Circle, dass man sagt, da kann keiner mehr mit dazu, aber es könnte auch sein, dass es Lerngruppen gibt, wo einfach kontinuierlich Leute dazukommen können. Dann macht es Sinn, da irgendwie einen Link, mal gucken, hier gibt es so Links mit E-Mail-Adressen, zum Beispiel hier die Barbara, kann man sich da reinschreiben und dann einfach eine Kontaktmöglichkeit schaffen. Na, ich werde mir jetzt das am Wochenende auch nochmal ein bisschen anschauen, wie man das noch ein bisschen schöner strukturieren können. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass, warte mal, was ist da ein schönes Beispiel, dass da fast schon so Diskussion stattfindet, ne, innerhalb, also da hier das Grüne war quasi ein Angebot. Dann schreibt hier jemand, da passen wir sicher zusammen, ich möchte LinkedIn sinnvoller nutzen. Ne, was so ein ganz einfacher Weg ist, wäre einfach hier einmal auf Return zu klicken, das ist eine neue Zeile, und dann einmal auf Tab zu klicken. Und seht, das wird jetzt eingerückt. Und das wäre jetzt so wie ein Kommentar auf die Lerngruppe. Na, dann ist das so ein bisschen wie eine Spiegelstrichliste mit zwei Ebenen, wenn man so will. Na, aber prinzipiell, glaube ich, ist es sinnvoll, dass man in dem Pad nur dabei, erstens macht es gerade jemand sehr gut, schon gefunden. Na, so ein Pad ist halt im Prinzip keine Diskussionsplattform, sondern ist eigentlich eher wie so ein gemeinsames Word-Dokument, in das halt alle schreiben können. Genau. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Ab und zu, dieses Zoom-Pad wird in Schulen auch sehr oft genutzt, jetzt aktuell, ne, Corona-Zeit, ist da natürlich viel Last drauf. Das heißt, ab und zu kriegt man da mal oben rechts so eine Verbindung ist unterbrochen. Das passiert immer dann, wenn der Server halt zu viel Last hat. Da muss man aber einfach nur einmal auf Reload drücken in der Regel und dann funktioniert es wieder. Mhm. Genau. Falls ihr in euren Lerngruppen oder jetzt generell im Verlauf des MOOCs Lust habt, auch mit so einem Pad mal zu arbeiten, neue Lerntagebuch zu schreiben, das zu nutzen in der Gruppe, könnt ihr einfach über diese URL, packe ich auch gleich nochmal in den Chat, zumpad.zum.de einfach auch selber euch ein Pad anlegen. Also das ist eine offene Plattform, da kann jeder rein und kann neue Pads, das sehe ich schon, Volkmar hat es schon reingepostet, mache ich es nicht nochmal, neue Pads quasi anlegen. Wer das für sich selber betreiben will oder in der Firma braucht, die Software dahinter ist Etherpad Lite, kann man sich auch runterladen und selber betreiben. Dann hat man da sozusagen einen eigenen Pad-Server. Was wir jetzt also ganz spontan, was wir jetzt im letzten MOOC nicht hatten, da haben wir mit den Lerngruppen schon so ein bisschen angefangen, auch mit der Marktplatz-Idee. Vielleicht kriegen wir es auch noch mal hin, am Ende des MOOCs so den Kreis noch mal zu schließen, also so ein bisschen die Erfahrungen der Lerngruppen mitzunehmen. Also ob die sich so ein bisschen am MOOC orientiert haben oder parallel zum MOOC waren oder ob das so Spielfelder waren, die jetzt völlig unabhängig vom MOOC einfach in Richtung weitere Vernetzung oder neue Themen gingen. Ja, ja. Ich gehe mal ein bisschen die Fragen in den Kommentaren durch. Sarah hat Frage an mich direkt gestellt, ob es zu meiner Lerngruppe diese Mindmap, das ist ja die Lerngruppe, die so eine Lernräume-Mindmap macht, ob man die ergänzen kann, ohne sich an den wöchentlichen Meetings zu beteiligen. Also wir werden das so machen, dass wir immer in
in dem Barcamp-Slot, da sagt man nachher auch noch was dazu, nach den Live-Sessions uns live treffen und quasi brainstormen auf einem Pad. Und ich würde das dann in die Mindmap rüber konsolidieren, dass die halt einem einheitlichen Strukturschema folgt. Aber da machen wir nächste Woche, Donnerstag ist ja da die Live-Session von 14 bis 15 Uhr, den Auftakt der Lerngruppe und werden das danach auch dokumentieren. Sag mal, Simon, haben denn die Lerngruppen alle so einen Ansprechpartner? Ich kann das gerade nicht erkennen, weil ich leider die Bildschirmwahl falsch getroffen habe. Ja, ne, die meisten schon. Also bei vielen stehen E-Mails dahinter. Ich habe jetzt bei mir nur ein Twitter- oder Telegram-Handle hingeschrieben. Okay. Das war auch ein bisschen weiter unten. Hat jemand die Iris geschrieben? Ist es sicherheitstechnisch okay, die Kontaktdaten und Links zu Google Files am Marktplatz zu teilen? Achso, Google Files. Generell ist es so, ein bisschen wie Wikipedia, ihr schreibt in das Pad rein, seid dafür verantwortlich, was ihr da reinschreibt. Also das heißt theoretisch, wenn ihr da eine E-Mail-Adresse reinschreibt und ein Bot läuft da drüber und extrahiert E-Mail-Adressen, kriegt er da im schlimmsten Fall Spam auf diese E-Mails. Also da macht es dann Sinn, was weiß ich, das Ad nicht auszuschreiben, sondern in Klammern AT. Das können aber auch viele erkennen. Oder dass ihr euch halt jetzt für die Zeit des MOOCAMPs eine temporäre E-Mail-Adresse anlegt, worüber ihr die Lerngruppe koordiniert, die ihr dann hinterher wieder wegschmeißt. Damit ist dann der Spam in der Regel auch weg. Wobei ich jetzt bei so Pad, muss ich sagen, ehrlich gesagt noch keine, also noch nicht gemerkt habe, dass durch das Eintragen von so einer Adresse auf dem Pad da irgendwas Größeres passiert ist. Aber genauso ist es mit dem Google Doc natürlich auch, wenn ihr in Google Doc verlinkt, was editierbar ist und jemand findet den Link, dann kann der natürlich in eurem Google Doc editieren. Das ist so, wie wenn ihr halt den Link auf Twitter teilt. Genau. Die Caroline fragt, hat jemand gerade den Link von dem gezeigten parat? Ach, da drunter ist schon das Zoom-Pad. Zweimal, okay. Ja, genau. Genau. Ja, das waren jetzt so die Fragen. Wie gesagt, an der Auftaktwoche hingen keine. Das waren die Fragen aus dem Chat. Jetzt wäre die Frage, ob jemand Lust hat, einfach sich live zu melden und noch eine Frage hat, die ihm drängt. Dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir die beantworten könnten. Genau, was wir ganz oft halt in der ersten Woche haben, sind so Fragen zur Orientierung. Ich meine, jetzt haben wir ganz viele Spielfelder und schon ganz viel darüber erzählt, aber wenn da noch eine Frage ist, also was muss ich tun oder was muss ich in jedem Fall oder wem muss ich in jedem Fall folgen, dann werden das so Gelegenheiten. Genau. Sally Nadine schreibt auf Telegram, wie schaffe ich es, den Überblick zu behalten? Aber schon mit einem Smiley hinten dran oder einem Zwinkeri. Ja, das ist letztendlich die gleiche Frage, wie behalte ich den Überblick über Twitter, LinkedIn und Co. Also da muss jeder sich seine eigene Strategie irgendwie zurechtlegen. Ne? Also sich Lernzeiten blockieren, sein Lernziel möglichst scharf formulieren, dass man auch intuitiv unterscheiden kann, trifft dich jetzt gerade ab, treibt es mich in dem Internet irgendwo hin. Aber was der Markus geschrieben hat, finde ich auch ganz treffend. Was hat er geschrieben? Mit Freude den Überblick verlieren. Ja, also der Karl-Heinz hat es ja auch in der Session am Mittwoch schön gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn zu glauben, dass man bei 1000 und x Leuten den Überblick behält, was die alles sagen und tun und machen. Das geht einfach nicht. Ich finde, wenn man so ein bisschen an die Uni-Zeit zurückdenkt, auch da ging es schon nicht, ne? Weil nach der Vorlesung sich das auch in kleine Lerngruppen zerlegt hat, in Studentenwohnheimen, in der Bibliothek, wo auch immer. Und da konnte man auch nicht alles mitbekommen, was da gesprochen wird. Genauso ist das jetzt hier in den Medien auch und in so einem Kurs natürlich auch. Naja, und so ein Kurs kommt ja noch immer hinzu, also zu den Unternehmensnetzwerken, zu den bestehenden Netzwerken. Und klar, werden jetzt hier nochmal andere Plattformen und Systeme hochgehalten. Ja. Also von daher hilft auch nichts als regelmäßig, jetzt sind wir schon fast beim persönlichen Wissensmanagement, das regelmäßig zu überprüfen. Also ja. Welchen Spielfeldern bin ich gerade und muss ich da irgendetwas optimieren? Kann ich zusammenfassen? Kann ich mal irgendein Spielfeld abschalten, weil die Pflege von 15 Spielfeldern vielleicht ein bisschen viel ist? Ich denke, genau. Das gehört heute auch dazu. Genau. Es war eine Frage hier von admin@mitarbeiterwert.online. Mich interessiert, wie sich die Lerngruppen organisieren und kommunizieren. Da kann man nur sagen, die Antwort ist selbst. Also uns geht es ja um das selbstorganisierte Lernen, sowohl als Individuum als auch in Lerngruppen. Das heißt, wie ihr euch in euren Gruppen organisiert, ob ihr euch regelmäßig trefft, ob ihr asynchronen Chat habt, ob ihr eine Slack-Gruppe habt.
Das bleibt euch im Prinzip komplett selber überlassen. Das ist auch so ein bisschen, wie es in der Uni vielleicht war. Ich denke sowas, wenn man eine Lerngruppe hat, jetzt über die nächsten 6 Wochen, sich vielleicht einmal die Woche so einen synchronen Zeitpunkt zu suchen, wo man sich abstimmt mit Telefon oder Video oder Audiokonferenz, das kann sicher nicht schaden. Auch in der Gruppe mal zu schauen, was ist denn so das gemeinsame Lernziel? Vielleicht so Ansätze, wie es im Objective and Key Results, OKR gibt. Ne? Was soll denn das Ergebnis sein der Lerngruppe? Was soll da hinten rauskommen? Ne, dass man sich da Klarheit verschafft. Das kann aber auch einfach nur eine Erfahrungsaustauschrunde sein, die sich einmal die Woche auf Skype trifft. Also da könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dann auf den Seiten mal ein bisschen beschreiben, was ihr für Erfahrungen mit den Lerngruppen macht. Das haben wir auch in den vergangenen Veranstaltungen nie so richtig systematisch analysiert, glaube ich. Ne? Es gab immer viele. Ja, genau. Aber was da gute Modi sind, haben wir eigentlich nie so richtig tief reingeguckt. Soll ich bei der Gelegenheit das Stichwort Evaluation mal in die Runde werfen, Simon? Ja, gerne. Ja. Oder wir haben es erstmal bis jetzt ein bisschen informell ausgetauscht, aber wenn jemand Zeit und Interesse hat, mal an irgendeiner Stelle in diesem laufenden MOOC mit Themen und Stichworten in Richtung Evaluation einzusteigen, dann bitte einfach melden. Das kann von einer Nutzerbefragung vielleicht am Ende des MOOCs bis zur Analyse einzelner Aktivitäten oder Plattformen gehen. Wir hatten beim letzten MOOC auch 1-2 Masterarbeiten, die dann im Anschluss entstanden sind, wo einfach mal der MOOC als Peer-to-Peer-Lernumgebung untersucht wurde. Also da ist das Spielfeld sehr weit von unmittelbaren Daten, die anfallen und die wir jetzt hier sehen, 119, 125 Teilnehmer in dieser Session heute, bis zu einer Umfrage, die man machen kann. Also wir haben da jetzt erstmal noch nichts geplant, machen uns jetzt vielleicht in den nächsten Tagen nochmal Gedanken. Von daher die herzliche Einladung, das könnte auch eine Lerngruppe sein, merke ich gerade, da einfach einzusteigen und mitzumachen. Ja. Ich hatte hier gesehen, die Frage noch, Wolfgang hat geschrieben in Telegram, ich installiere mir mal einen zweiten Bildschirm. Mhm. Also ich denke, das ist für Live-Sessions immer eine gute Idee. Ich weiß nicht, wenn man so ein Notebook vor sich stehen hat, nur ist das ja wie wenn man so einen ganz kleinen Schreibtisch hat. Darauf kann man in der Regel auch nicht gut arbeiten. Also ich sag mal, ein zweiter oder dritter Bildschirm hilft, wo man einfach auf einem Bildschirm die Videokonferenz hat, die Leute sieht, vielleicht auf dem zweiten Bildschirm den Inhalt, an dem gearbeitet wird. Wenn man den Luxus eines dritten Bildschirms hat, hat man da vielleicht dann auch noch Twitter oder ähnliche Sachen im Blick. Also das ist sicher eine gute Idee. Mittlerweile sind die auch auf Amazon nicht mehr ausverkauft. Das waren sie vor einigen Wochen noch. Simone hat noch eine inhaltliche Frage gestellt. Sie macht es zum ersten Mal. Gibt es jede Woche Aufgaben? Genau, also ich habe mal bei mir im Geteilten jetzt, sieht man ja diese Landingpage. Ne? Auf der colon.de hat man am Wochenanfang schon mal gezeigt, gibt es rechts diese Quicklinks. Da habt ihr immer ganz am Anfang hier diesen Link zur Startseite. Ne? Dann die einzelnen Wochen. Ne? Da wird jetzt auch heute Nachmittag noch ZF veröffentlicht. Also dann seht ihr schon, was es nächste Woche gibt. Und auf jeder Seite für eine Woche gibt es immer diese Aufgaben der Woche. Also ihr kriegt jetzt quasi 6-mal so eine Seite, 5-mal, einmal ist schon da, mit den Aufgaben der Woche. Und das sind im Prinzip die Dinge, die in der Woche zu tun sind. Ja, also das ist sicher eine gute Idee, sich diese Seite hier mal zu bookmarken vielleicht irgendwo im Browser, dass man dahin immer wieder hinspringen kann. Und ich zeige das auch nochmal schnell hier in Telegram. Wir pinnen immer oben, hier sieht man oben so einen kleinen Pinned Message über allen Chats. Na, da sieht man MOOCcamp 2.0 Auftaktwoche. Wir pinnen da immer den Link zur aktuellen Woche an. Also das heißt, auch über den Telegram Messenger kommt ihr immer mit einem Klick quasi zu der jeweiligen Woche hin. Ja, und vielleicht eine kurze Ergänzung. Wir haben gerade bei dieser Seite, die du hattest mit der Auftaktwoche, da stehen unten, glaube ich, 7 oder 8 Aufgaben. In der Regel sind es dann bei den Tagen 1 oder 2 Aufgaben. Also eine Einladung zur Diskussion, die sich an einen Impuls anknüpft oder an einen kurzen Input oder einen Link, wo dann einfach für einen Tag eingeladen wird, ein bestimmtes Thema oder eine Frage zu diskutieren. Ja. Also in einem vertretbaren Rahmen. Also. Genau. Dann hat der Pierrick hat gefragt, wo und wann werden die Ergebnisse der Lerngruppe veröffentlicht? Jederzeit und auf Twitter? Fragezeichen. Ja, am Ende liegt es bei der Lerngruppe. Also ihr könnt sagen, was wir lernen, ist so geheim. Das bleibt einfach in unserem Kreis. Ne, wir tauschen uns aus, veröffentlichen davon gar nichts.
wenn da was rauskommt, was potenziell andere brauchen können, wäre es natürlich schön, wenn davon was auch auf Twitter dann sozusagen ein Link zu irgendeinem Ergebnis landet. Nur wenn ihr irgendwas zusammenschreibt oder einen Blog habt oder an Wiki-Seiten arbeitet oder ein Video gemacht habt oder Infografiken. Also das wäre natürlich schön, wenn ihr das twittert mit dem Hashtag MoCamp20 und vielleicht parallel auch in der Telegram-Gruppe postet, ne, dass es die Leute mitkriegen, die in Telegram sind. Aber wie gesagt, wenn ihr nichts veröffentlicht wollt, dann ist es auch okay, da eben nichts daraus zu veröffentlichen. Ja, und die Themen der Lerngruppen, soweit ich sie jetzt in Erinnerung habe, die Hälfte bezieht sich so unmittelbar auf den MOOC, die andere Hälfte nimmt auch schon so Randthemen auf, wo einer ein Stichwort mal bei seinen eigenen Lernzielen formuliert hat und zwei andere haben gerufen, okay, das haben wir auch gerade auf der Agenda oder da habe ich Erfahrungen oder interessiert mich auch. Und das sind dann oft Spielfelder, die jetzt gar nicht mal unmittelbar an den roten Faden des MOOCs sich dranhängen. Ja. Jetzt würde ich vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Hat mich gewundert, dass das noch gar nicht so als Nachfrage kam. Wir haben ja den Namen MOOCamp gewählt. 2017 hatten wir als Namen MOOCathon. Da war es die Kombination aus MOOC und Hackathon. Und dieses Mal haben wir die Kombination aus MOOC und Barcamp, also MOOCamp. Und das hatte so zwei Bedeutungen. Das eine war, dass wir ursprünglich auf dem Corporate Learning Camp in Hamburg das Ganze starten wollten mit einer Session offiziell. Das haben wir jetzt im CL2.0 digital gemacht. Also das war so der Auftakt. Und die Idee war, dass wir dann für das Herbst-Barcamp euch quasi als Aufgabe mitgeben, mal zusammenzufassen, was so euer Ergebnis aus dem MOOC-Teil ist und das dann als Sessions nach Darmstadt in das Barcamp zu bringen. Das ist ja nach wie vor noch der Plan. Zusätzlich aber haben wir auch gesagt, macht es Sinn, neben den Live-Sessions in den Wochen die Möglichkeit zu bieten, dass ihr einfach einmal in der Woche selber Barcamp-Sessions anbieten könnt. Ja. Und da haben wir uns das so überlegt, ich mache das mal auf oder zeige euch, wie ihr hinkommt. Hier bei den Quicklinks ist jetzt neu dazu gekommen, hier unten ein Link, der heißt Barcamp-Sessions. Die sind selbst organisiert, die schließen sich vom Termin immer an die Live-Sessions der Woche. Also das ist auch wieder ein Etherpad. Da ein bisschen größer, dann könnt ihr das sehen. Ist wie gesagt verlinkt auf der colearn.de. Und wir haben quasi in den vier Themenwochen, wenn ihr wollt, können wir das auch noch auf die Abschlusswoche beziehen. In den vier Themenwochen ist jetzt erstmal angelegt, die Möglichkeit geboten, dass sich in der Zeit nach der Live-Session, also Live-Session sind immer 13 bis 14 Uhr, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr einfach spontan Sessions bilden können, wo ihr einfach selber eintragt, ich mache eine Session jetzt zu diesem Thema, so wie die von euch, die im MOOCamp dabei waren, das auch schon gemacht haben. Na, das ist dann einfach so, ihr geht da rein in das Pad, Moment, das ist meine Maus hier, na, und schreibt dann hier die Session rein, Session-Titel, beschreibt die kurz, macht vielleicht einen Ansprechpartner mit dazu, na, und wenn ihr dann sagt, ihr habt irgendwie eine Videokonferenz oder so, dann hier einen Einwahllink oder irgendwie einen Link, wie ich dahin komme, wo ich dann mitmachen kann. Ja, nachdem im Internet ziemlich viel Platz ist, haben wir da auch keine Beschränkung. Also es gibt jetzt nicht so Spalten mit Sessionräumen, weil wir nur 10 Sessionräume haben, sondern im Prinzip können da beliebig viele Sessions stattfinden. Ja, wir sind 1000 Leute im MOOC, wenn man sagt, mit 10, 20 Leuten ist so eine Session cool von der Größe, können da auch 100 Sessions drinstehen. Es können im Extremfall keine drinstehen, wenn niemand was macht. Es können auch 10, 20 drinstehen. Ja, also da könnt ihr einfach sagen, schön wäre natürlich, wenn die immer zu dem Thema der Woche ein bisschen passen, aber auch da wieder, Internet ist ein großer Raum, da können durchaus dann auch Sessions auftauchen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, wo ihr einfach irgendwas jetzt über die ganze MOOC-Laufzeit mit durchzieht und hier anbietet. Und idealerweise, Simon, würde der Erste, der die Session hochhält, auch den Link mitbringen. Genau. Also ich habe das hier mal hier bei meiner mal gemacht als Beispiel. Also ich mache da diese Lernräume Mindmap. Ne, wir machen quasi das auch immer, die Lerngruppentreff jetzt in dem Slot danach. Wir nutzen so einen Audio-Chat-Kanal auf einem Discord-Server. Da ist hier der, sehe ich gerade falsch geschrieben, hier ist hier der Beitrittslink und ich habe dann hier dazu geschrieben, mein Handle auf Telegram oder auf Twitter, da kann man mich ansprechen. Es waren jetzt einige, die sich da schon Interesse bekundet haben auf dem Lerngruppen-Marktplatz. Die werde ich jetzt auch alle nochmal anschreiben. Einige davon sind auf dem Chat-Server schon drauf und dann findet es halt nächste Woche 14 bis 15 Uhr statt. Na, und man sieht, da fängt jetzt schon der zweite an, Volkmar und Marcel schreiben sich da rein. Also da könnt ihr quasi jetzt auch schon anfangen, für nächste Wochen
für die nächste Woche Sessions einzutragen. Und natürlich auch, wenn ihr Dinge diskutieren wollt, die dann in der ZF-Woche aufkommen, wo ihr Sachen verfeinern wollt, vertiefen wollt, ausarbeiten wollt, zusammentragen wollt, einfach hier rein. Das geht jederzeit. Wir würden da dann auch in der Montags-Live-Session nochmal kurz darauf hinweisen, natürlich auch einen Blick reinwerfen, dass ihr wisst, was in der Woche passiert. Und das auch nochmal am Ende der Live-Session dann am Donnerstag hochhalten, ne? Weil wer will, kann sich da dann einfach 2 Stunden blocken, nicht von 13 bis 14 Uhr, sondern 13 bis 15 Uhr und dann schließt das nahtlos aneinander an. Machen aber die Firmen, also die Firmen, die 4 Wochen gestalten, soweit ich jetzt weiß, kümmert sich da keiner explizit um Sessions dann danach, sondern die sind tatsächlich selbst organisiert, deswegen habe ich das auch nochmal mit dazu geschrieben bei dem Link. Dann, an wen übergeht man da? An den Karl-Heinz oder an jemand ganz anderen? Ich mache mal meine Bildschirmteilung aus. Karl-Heinz, ja, sieht man nur sein sehr schönes, gebrandetes Hintergrundbild. Ganz toll. Ja, warte, ich mache meine Kamera gleich an. Aber ich will gar nicht viel sagen, denn ich weiß, die Maybrit, die Beate und die Madeleine wollten hier sein. Vielleicht ihr drei, wenn ihr euer Mikrofon einschaltet oder wenigstens einer von euch und ein bisschen was uns erzählt über die nächste Woche. Ja, dann übernehme ich das doch einfach mal. Ja, wunderbar. Ich bin Maybrit, ich bin Praktikantin im Team von ZF bei der Madeleine und der Beate und habe mit den beiden die nächste Woche vorbereitet. Und zwar freuen wir uns da schon sehr drauf. Wir haben an den 4 Tagen, weil es ja nur die kurze Woche ist, schon 4 Blogposts vorbereitet, die Vorstellung von dem, was wir nächste Woche machen werden und worum es allgemein gehen wird, ist auch jetzt schon online auf der Co-Learn-Seite. Das heißt, da könnt ihr euch rumklicken und euch schon mal über die Themen informieren. Vielleicht allgemein, worum wird es gehen? Es wird um das MOOC gehen, was wir letztes Jahr bei der ZF in Friedrichshafen durchgeführt haben. Und zwar war das die Learning Challenge. Die ist dadurch entstanden, dass wir eine Lernkulturanalyse gemacht haben, die ergeben hat, dass allgemein relativ wenig soziales Lernen, vor allem auch im virtuellen Raum, stattfindet. Und das Ziel der Learning Challenge war dann, dieses soziale Lernen im virtuellen Raum, genauso wie informelles Lernen, Schritt für Schritt zu etablieren. Und wie ihr hier schon seht, genau, das ist der Blogpost, der heute online gegangen ist, auch mit dem Video, was sich nochmal genauer hinter der Learning Challenge verbirgt. Maybrit, vielleicht kannst du noch ein klein bisschen sagen, was ihr damit erreichen wollt, welche Fragen ihr so stellt. Wir wollen damit erreichen, weil wir das nächste Jahr bzw. in den nächsten kommenden Monaten gerne nochmal sowas durchführen möchten, wie wir das ganze Konzept verbessern können. Am Mittwoch gibt es dann auch die Evaluationsergebnisse von der Learning Challenge und unsere Leitfragen an euch sind so ein bisschen, wo seht ihr Verbesserungspotenzial, wenn wir das nächste Mal durchführen, wie können wir das besser kommunizieren, sodass es auch vielleicht von den Führungskräften angenommen wird, genau. Na, sehr schön. Also, wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Die Barbara fragt noch im Chat, ob ihr die in Englisch durchgeführt habt oder in Deutsch? Die haben wir auf Englisch für alle ZF-Mitarbeiter weltweit. Okay. Beziehungsweise, wenn ich noch kurz ergänzen darf, in Deutsch und Englisch tatsächlich. Ah, ich hatte vorher technische Probleme leider, deswegen kann ich jetzt erst sprechen. Das ist der Übungslauf für nächste Woche. Ja, genau. Nächste Woche klappt sicher. Woran lag es? War irgendwas auf unserer Seite? Nee, ich glaube einfach, dass mein Netzwerk, ich weiß auch nicht, heute irgendwie ab und zu mal funktioniert und ab und zu nicht, aber normalerweise habe ich kein Problem. Von daher, ich bin positiv für nächste Woche. Okay. Sehr schön. Okay, wir sehen euch am Montag um 13 Uhr dann wieder live, in der Session hier. Genau, und ja, für uns, von unserer Seite aus war das jetzt alles. Ein Viertelstündchen haben wir noch, falls also irgendwie noch Fragen sind, dann könnt ihr die gerne noch stellen. Ansonsten wären wir für heute durch. Und dann bis Montag. Ja, danke schön in die Runde, genau. Montag, stimmt, Montag sehen wir uns wieder. Ja, ist gar nicht mehr so lange hin. Schönes Wochenende an alle. Ja, danke. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.